Willkommen zum Short Review Review. In Battle Beasts My Beasts stelle ich euch kurz eine Battle Beast Figur aus meiner Sammlung vor. Diesmal Sawtooth Shark, die 20. Figur aus der ersten Toyline-Serie von 1986. Sie stammt aus dem japanischen Hause Takaratomi bzw. wurde von Hasbro weltweit vertrieben. Worum geht es eigentlich in Battle Beasts? Hier der damalige coole Werbetrailer. Battle Beast Wool Fire! Fire burnt wood! Battle Beast Fire! Water! Water put out fire! Battle Beast Water! Wood! Wood beats water! Battle Beast! Battle for the fun of it! Just activate their battle badges. I got fire! I got water! Water beats fire! Battle Beast! Wood! Fire! Fire beats wood! Battle Beast can grow into an army! Collect all 84! Battle Beast! Battle Beasts funktionieren nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. In diesem Sinne, Feuer schlägt Holz, Holz schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. Während Hasbro die Beasts namenlos ließ, erhielten sie in Japan einen Hintergrund und wurden ins Transformers G1-Universum integriert. Deshalb wird auch von Beastformers gesprochen. Sawtooth Shark, der Sägezahnhai, heißt in Japan einfach bezeichnet Bad Shark, böse Hai. Passend dazu ist er ein Decepticon und der Imperator von Shepnia auf dem Kontinent North Snarl des Planeten Beast. Als gefährlicher und mächtiger Unterwassersoldat ist er für die Armee von Gruesome Gator alias Alligatron unverzichtbar. Sein Kampfanzug ist voll mit schicken Details, überall die spitzen Flossen. Muss aber zugeben, sein Gesicht hat mehr von einem böse schauenden Delfin als Hai. Sein blaues Aussehen mit den roten Augen geben ihm etwas Gefährliches. Er sieht klasse aus. Als Unterwasserherrscher trägt er natürlich einen mächtigen Dreizack. Sein Rubbelsymbol gibt ihm die Stärke Wasser. Passt perfekt. Das war Sawtooth Shark aus meiner kleinen Battle Beast Sammlung. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!